Ich hätte fucking Pinlock draufbauen sollen, ey. Boah, das verspiegelte Visier ist schon von außen so, wenn ich drauf gucke, krass. Aber mein Visier beschlägt jetzt schon. Also, damit willkommen. Was mache ich hier für Handzeichen? So Yui zu Kaisen oder hier Naruto? Ich habe ein neues Visier drauf. Blau verspiegelt, sieht geil aus, blende ich euch gleich ein. Junge, ich kriege einfach keine Luft. Ich bin nur vom Motorrad abgestiegen und 20 Meter gefahren. Bin ich behindert? Oder ich bin jetzt endlich auf dem Weg zum Friseur. Ich versuche seit 2 Wochen zum Friseur zu gehen. Ich schaff's nicht, weil ich einfach keine Zeit habe, wie ein Behinderter die ganze Zeit nur am Arbeiten bin. Und jetzt ist es so, ich war die letzten 2 Tage in Duisburg. Wir hatten unsere letzten 2 Drehtage. 56 von 56 Drehtagen zu Ende. It's a wrap, sagen wir bei uns immer. Und ich bin ein Bastard und ein Vollidiot, weil wir haben jetzt 19 Uhr. Oder Viertel nach. Wir haben jetzt 19.09 Uhr. Um 20.10 Uhr habe ich meinen Friseurtermin, weil ich es einfach sonst nicht schaffe. Weil ich fliege morgen in den Urlaub. Bedeutet, 6 Uhr morgens muss ich Köln sein, Köln Flughafen, um dann schön um 6.10 Uhr, das heißt, ich muss eigentlich sogar so um 3:45 am Flughafen sein, um mal halt einen Flieger zu zeigen, Check-in etc. pp. Musste, ja, ist ein bisschen peinlich, meine Oma fragen, weil niemand zu Hause war, ob sie noch ein paar Sachen für mich waschen kann, weil ich in Duisburg war die letzten paar Tage und einfach selber nicht waschen konnte. Wie dem auch sei, Tasche ist fast fertig. Ich muss jetzt noch zur Bank Geld ziehen, damit ich Geld habe morgen früh, weil um 3.45 Uhr werden wir abgeholt. Richtung Flughafen, weil ich fliege mit einem guten Freund Yusuf, den G oder DJ, wie man ihn liebevoll nennt. Bin gespannt. Also, mein Plan für jetzt ist so ein bisschen eigentlich einfach nur ein bisschen rumfahren. Eine Stunde habe ich so ein bisschen Zeit, Geld abheben. Das ist ein Ziel. Und das Wichtigste, danach Friseur. Oh, ich habe so eine enge Hose an. Das ist krass. Also, ich muss sagen, es ist ein bisschen unangenehm, so Intros zu machen. Vor allem mit sich selber einfach zu reden. Das ist schon sehr witzig, muss ich sagen. Aber wird schon. Also ich mache ein bisschen was Umweg, um ehrlich zu sein, zur Bank und zum Friseur. Ich muss eigentlich in genau die andere Richtung fahren. Aber um einfach ein bisschen ein paar Meter zu kriegen. Oh, da sind Mopedfahrer. Muss man natürlich grüßen. Ja, ein paar Umwege zu fahren, würde ich einfach ein bisschen Umweg fahren, ein bisschen über Landstraßen, Umgebungsstraßen. Eigentlich hätte ich jetzt hier die erste abbiegen müssen im Kreisverkehr. Das ist aber zu spät. Leute, die aus Köln bzw. Umgebung kommen, kennen das ja wahrscheinlich. Das ist ja, wenn man es kennt, Hürth Park. Das einzige Einkaufszentrum gefühlt hier. Oh, sag mal, geht nach Köln. Die haben da zwar echt alles, aber obwohl ich 5 Minuten davon entfernt wohne, bin ich da gefühlt nie drin. Und wenn, bin ich da meistens, so dumm das klingt, wegen Subway. Weil der ist hier direkt links rein. Was halt, keine Ahnung, ich weiß nicht wieso, Subway ist geil. Also wenn es irgendwie Fastfood-Kette, dann irgendwie Subway, ich weiß auch nicht wieso. Immer Doppelscheibenkäse plus schöne Pizzakäse noch oben drauf. Hier den geriebenen. Das geht richtig, richtig gut ab. Hier vorne ist gleich eine richtig schöne kurze Strecke, wo man mal ein bisschen ballern kann. Ist zwar 70, da halten wir uns natürlich auch dran. Ich weiß nicht, wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr in Urlaub fliegt? Also, unsere Urlaubsstory ist übertrieben random tatsächlich. Weil eines Tages rief der Yusuf einfach an und hat gesagt, Bruder, da ist ein Flug für 50 Euro in die Türkei, nach Izmir hast du Bock. Ich soll überlegen. Eigentlich heute ist mein letzter Drehtag, dann habe ich noch immer ein bisschen Abwicklung ein paar Tage. Mein Chef angerufen, ey, was meinst du, darf ich nach dem letzten Drehtag direkt abhauen und so, geht das? Dann meinte ich gar kein Thema, direkt gebucht. So tun das halt auch klingt. Und jetzt fliegen wir und das Ding ist, wir haben die letzten 4 Wochen nicht miteinander gesprochen. Wir haben einfach gebucht und danach einfach nichts gemacht. Okay, wir haben Hotels dann noch zwischendurch gebucht, aber das war's. Wir haben uns über nichts informiert. Klar, wir sind beide Türken, können die Sprache, finden uns da schon irgendwie zurecht, aber der Flughafen nach Alashate Çeşme, wo wir hingehen wollen, wo wir ein Hotel gebucht haben, wir sind mit Bus bestimmt auch noch mal 1,5-2 Stunden. So, wir haben nicht mal nach uns irgendwie Transfer gekümmert oder irgendwas am Ende. Bezahlen wir vielleicht ein Taxi oder so. Oder, ich weiß nicht, ich hoffe, es gibt so Transfers von da, dass man vom Flughafen direkt in die richtige Stadtfliege fahren kann mit einem Bus oder so. Das wäre natürlich ein Träumchen, weil dann können wir da einfach in den Bus einsteigen, fahren dann da nach Richtung Alashate oder Çeşme, wo auch immer.
und können den Rest der Strecke einfach mit dem Taxi machen. Das wäre das Entspannteste. Aber naja, ich bin mal gespannt. Also hier ist so eine kleine Strecke, 70. Ich weiß nicht wieso, ich schaffe es aber die ganze Zeit, meinen linken Spiegel abzureißen. Der ist so locker. Ich muss den mal wieder neu anbauen. Ich habe einmal fast falsch gekuppelt. Oder hab falsch gekuppelt? Ich weiß es nicht. Ja, von den zweiten in den dritten Gang bin ich nicht richtig gekommen. Diesmal war ein bisschen besser. Die ersten Mal habe ich einfach immer verkackt, den Quickshifter richtig zu benutzen. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht getraut habe, nicht genug Kraft, nicht zu schnell oder die Kombi von beiden. Irgendwas schlägt hier die ganze Zeit gegen meinen Helm. Jetzt muss ich mal ganz kurz irgendwo rechts zur Seite fahren und einmal anbinden. Komm, wir fahren hier mal kurz drauf, Bruder. Stopp. Einmal kurz, ich weiß nicht, wo das Gegenstück ist, entweder. Ich glaube, die beste Variante ist einfach hier reinzustecken. Ja. Weil klack, 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 klack. Hört ja nicht auf, gegen zu schlagen. 19.18 Uhr, okay, ja gut. Dann würde ich ja so langsam Richtung Bank fahren, das ist der erste Stopp. Machen wir auf jeden Fall vorn Fuß. Also, ich sag mal so, ganz komplett planlos sind wir ja nicht. Wir werden so die ersten 7 Tage in Alachate Çeşme verbringen im Hotel. Und mal gucken, ich weiß nicht, so ein bisschen der Plan ist. Ich weiß nicht, ob wir da nämlich Motorräder finden oder nicht. In Izmir gibt es natürlich richtig viele Motorradhändler und auch Vermieter und hast du nicht gesehen. Aber das Problem ist, wir landen in Izmir und müssen dann mit Bustransfer und sowas irgendwie rüber. Oder, keine Ahnung, dann muss ich Yusuf alleine lassen, weil ich mir da ein Motorrad miete und dann 2 Stunden mit dem Motorrad da irgendwo hinfahren. Und hast du nicht gesehen, habe ich irgendwie auch nicht so die Lust. Deswegen fahren wir erstmal direkt zum Hotel und gucken mal, was wir da finden. Also im schlimmsten Fall wird es die ersten 7 Tage ein Roller oder so. Aber habe ich jetzt auch nichts dagegen, ist auch bestimmt witzig. Ich nehme meinen Helm tatsächlich mit, so komplett auch vercrackt irgendwie. Weil da ist ja die ganze Kabellage drin, GoPro-Halterung, hast du nicht gesehen. Also wenn wir einen Moped-Händler finden, hole ich mir auf jeden Fall auch ein Motorrad für 2-3 Tage Minimum. In Çeşme, Alaçatı in der Gegend. Wenn nicht, holen wir uns einen Roller oder einen Quad oder beides oder wechseln uns so ein bisschen ab mit Sachen, was wir uns mieten. Und erkunden einfach so ein bisschen die Insel. Weil es ist ja so eine Insel, das ist ja so eine Halbinsel, muss man sich das vorstellen. Wo halt sehr, sehr viele Beachclubs sind, Strände und Co. Das ist jetzt nicht so. Ja, man muss halt überall Eintritt bezahlen und alles ist ein bisschen weiter weg. Du bist nicht in deinem Hotel und kannst in den Strand gehen und hast ihn nicht gesehen. Also ein bisschen mobil sein macht da Sinn und was gibt Schöneres im Sommer, als wenn man halt auf einem Zweirad unterwegs ist. Ne? Das ist so ein bisschen der Plan für die ersten 7 Tage und anschließend, das weiß wahrscheinlich niemand. Ich bin, bis ich 11 Jahre alt war, in der Türkei aufgewachsen. In Marmaris, um ehrlich, um genau zu sein. Und nach den 7 Tagen, wo wir da im Hotel waren und Co., würden wir nämlich dann losdüsen Richtung Marmaris in meine Heimat. Mein Vater wohnt noch da. Ob Hotel oder ob wir dann mit meinem Vater unterkommen, das weiß ich noch nicht. Würden wir auch so ein bisschen auch spontan entscheiden, wie wir Lust und Laune haben. Dort wird aber auf jeden Fall. Also, Yusuf wird da mindestens 5 Tage bleiben und hat seinen Flug schon gebucht, fliegt am 25. wieder zurück. Ich würde es so ein bisschen abhängig machen, glaube ich, ob ich da keine Motorräder finde und ob ich dann einfach Bock habe, noch selber da zu bleiben und einfach noch ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Weil da, durch die ganzen Connections von meinem Vater, wir kennen da Leute und hast du nicht gesehen, würden wir da auf jeden Fall Motorräder mieten. Also ich zumindest, ich habe keinen Motorradführerschein. Aber der Tucker zur Not, ist mir auch egal, dann ist es halt witzig. Dann wird es halt, er fährt mit Roller und ich mit Motorrad dahinterher und passt mich an. Muss ja nicht mit 100 km oder 200 km durch die Berge ballern, wenn er da ist. Aber wenn wir dann einmal da, ich glaube, das wird so richtig geil, weil da gibt es so richtig geile Buchten.
auch richtig kurvige Straßen. Na gut, wenn der Yusuf noch Roller fährt oder kurz, ist das natürlich schon eine andere Sache. Dann kann man halt einfach nicht so ballern. Ich habe auch schon überlegt, dass wenn man da echt einen guten Motorrad-Dealer gefunden hat, auch vielleicht einfach mal alle zwei Tage das Bike einfach wechselt. Dann kriege ich auch so ein bisschen Eindrücke in die verschiedenen Bikes. Weil ich habe ja jetzt auch neu angefangen. Komm, geht drüber, meine Freunde. Die bedanken sich sogar richtig süß. Ah, wenn ich jetzt mal einkuppeln könnte. Danke. Ja, keine Ahnung, dann würde ich halt echt überlegen, ob ich dann alle zwei Tage mal das Bike fixe. Je nachdem, was das Angebot ist, ne? Ich habe im Internet gesehen, mein Vater hat mir mal einen geschickt, den er kennt. Ich bin echt gehypt da drauf. Also no joke, ne? Ich weiß nicht, wann ich das mal so extrem mich auf etwas gefreut habe. Und vor allem das Allerwichtigste, einfach dieses Motorrad selber, Motorradfahren selber, die Prüfung, das Bestehen auf dem Führerschein. Ich sag das auch immer wieder zu meinen Jungs, ne? Früher hat man sich übertrieben krass gefreut und war richtig gehypt, wenn man sich alle zusammen getroffen hat und einfach nur irgendein Game gezockt hat. Counter-Strike damals oder was auch immer. Das ist jetzt einfach Motorradfahren. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Das war auch so eine komplette spontane Idee einfach, Motorradfahren zu wollen. Ich weiß nicht, wie das einmal kam. Ich war nämlich früher immer so, diese Partei, kein Motorradfahrer, gefährdet dein Leben nicht, total unnötig. Du kannst genauso gut Auto fahren, von A nach B kommen. Bist schneller, bist sicherer, hast nicht dieses. Weil am Ende des Tages, wenn wir auf dem Motorrad einen Unfall bauen, wir müssen ja selber nicht mal schuld sein. Es kann sein, Auto parkt aus der Parklücke raus, sieht uns nicht, und wir fahren hier 50. Knallst mit deinem Kopf gegen eine B-Säule, ist vorbei. Ist halt einfach so, ne? Und war immer so, ich habe so ein Gefühl, dass ich mit dem Alter, ja gut, ich bin 26, ne, aber dass ich früher einfach viel ängstlicher war, als ich jetzt bin mit so manchen gewissen Sachen. Man sagt ja immer eigentlich, je älter man wird, desto reifer wird man, desto eher verzichtet man auf gefährlichere Sachen oder Unternehmungen, sprich zum Beispiel Motorradfahren. Weil es ist ja halt einfach auch so, dass zum Beispiel jemand, der 2 Jahre alt ist, könnte der beste Skateboarder überhaupt sein und hat die größten Eier. So. Dann gibt es Leute, die konnten zwar als Kind super krass Snowboard fahren und dann, wenn sie erwachsen sind, trauen sie sich nichts mehr. Und ich habe so ein Gefühl, bei mir ist das genau andersrum. Das zumindest was Motorradfahren angeht. Ich weiß nicht. Früher nie getraut, Angst gehabt und jetzt, ich denke mir, das ist das Geilste, was es gibt. Natürlich gibt es dieses Risiko. Jede Sekunde hat sich gelohnt. Jeder Kilometer, den ich jetzt hier drauf schon gefahren habe, 1424 Kilometer, ist das wieder jedes Mal aufs Neue einfach das krasseste und geilste Gefühl. Es ist halt einfach so. Aber naja.